Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video und heute geht es um dieses Ansteckmikrofon oder auch da. Und dies habe ich mir zugelegt, um in meinen Videos auch einen besseren Ton zu haben. Dieses Mikrofon ist jetzt ein etwas günstigeres und deswegen kann ich auch leider nicht sagen, welche Firma das hergestellt hat. Nur eins weiß ich. Wenn man dies nach Hause bekommt, kriegt man auch noch einen schönen Beutel dazu und da steht Bluesmart. In diesem Video zeige ich euch, was man so alles in Lieferumfang hat und wir machen auch einen kleinen Test mit dem Mikro. Doch bevor wir jetzt damit anfangen, noch eine kleine Sache zu den Ansteckmikrofonen. Dieses Mikrofon ist kein Verstärker, sondern es soll nur einen klareren Ton generieren, was dies auch tut. Und ich sage jetzt mal, genug gelabert und auf geht's! Wenn das Ansteckmikrofon zu euch nach Hause kommt, wird dieses in diesen kleinen, schönen, hübschen Beutel geliefert. Und in diesem Beutel befindet sich dann eben das besagte Ansteckmikrofon, das einen 3,5 Klinkenanschluss besitzt, und zwar einen dreiteiligen. Für Leute, die ein Smartphone benutzen und dieses Smartphone nicht mit diesem dreiteiligen Klinkenanschluss zurechtkommt, da liegt in dem Beutel noch ein Adapter dabei, der von dreiteiligen Klinke auf zweiteilige Klinke geht. Also es sollte also kein Problem sein. Des Weiteren haben wir noch ein Reserve Schaumstoffpuschel mit dabei. Ja, das war auch schon alles im Lieferumfang. Und ich möchte noch eins betonen, dass dieses Mikrofon kein Verstärker ist, sondern dieses Mikrofon ist dafür da, dass der Klang klarer wird, also dass die Hintergrundgeräusche eher weggefiltert werden, wie zum Beispiel der Wind oder Rauschen im Raum. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und das wollen wir jetzt auch gleich mal testen. Zum Test des Mikrofons benutzen wir jetzt einmal das Acer Liquid Z630. Dann das iPhone und ganz zum Schluss dann noch mein iMac. Okay, dann wollen wir jetzt erstmal eine Aufnahme starten ohne das Mikrofon. Hallo Leute, dies ist ein Test für das Ansteckmikrofon. 1, 2, 3, Test. Fertig. Jupp. So, jetzt benutzen wir das Ansteckmikrofon. Hallo Leute, das ist ein Test für das Ansteckmikrofon. 1, 2, 3, Test. So, und jetzt das ganze Spiel auch nochmal mit dem iPhone. Hallo Leute, dies ist ein Test für das Ansteckmikrofon. 1, 2, 3, Test. So, und jetzt nochmal mit dem Mikrofon. Dafür muss ich natürlich bei dem iPhone 7 diesen Adapter hier verwenden. So. Und jetzt schließen wir auch das Mikrofon an. Und starten die Aufnahme.
Hallo Leute, das ist ein Test für das Ansteckmikrofon. 1, 2, 3, Test. So, und jetzt auch nochmal das Ganze mit dem iMac. Hallo Leute, dies ist ein Test für das Ansteckmikrofon. 1, 2, 3, Test. Und auch hier jetzt mit dem Mikrofon. Hallo Leute, dies ist ein Test für das Ansteckmikrofon. 1, 2, 3, Test. So, jetzt haben wir verschiedene Aufnahmen, einmal mit und einmal ohne Mikrofon getätigt. Und jetzt im Anschluss werde ich sie euch vorführen. Und da könnt ihr euch dann selber eine Meinung bilden, ob denn so ein Ansteckmikrofon was taugt oder nicht. Ich finde ja, der Ton kommt klar rüber, nicht lauter. Das ist auch kein, dieses Mikrofon soll wie gesagt auch den Ton nicht verstärken, nur klarer, nur den Ton klarer rüberbringen und Hintergrundgeräusche etwas filtern. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Wenn dies jetzt was für euch ist, dieses Ansteckmikrofon, nachdem ihr natürlich dann die Vergleiche gesehen habt, jetzt gleich im Anschluss, in der Videobeschreibung, wie gesagt, ist dann ein Link dazu. Und dann möchte ich mich jetzt schon mal bei euch verabschieden. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Video was anfangen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr wieder bei meinem nächsten Video hier auf meinem Kanal mit dabei seid. Und bis dahin sage ich dann erstmal wieder Ciao. Hallo Leute, dies ist ein Test für das Ansteckmikrofon. 1, 2, 3, Test. Hallo Leute, das ist ein Test für das Ansteckmikrofon. 1, 2, 3, Test. Hallo Leute, dies ist ein Test für das Ansteckmikrofon. 1, 2, 3, Test. Hallo Leute, das ist ein Test für das Ansteckmikrofon. 1, 2, 3, Test. Hallo Leute, dies ist ein Test für das Ansteckmikrofon. 1, 2, 3, Test. Hallo Leute, dies ist ein Test für das Ansteckmikrofon. 1, 2, 3, Test.